Herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei ICF Schwarzwald Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Okay, ich habe heute eine Message für uns. Kurz zu erklären, was wir jetzt so machen. Ich werde jetzt hier predigen und dann werden wir nachher noch eine Zeit von Worship haben. Und während dieser Worship-Zeit heute Abend werden wir mehr so Ministry-Time machen. Das heißt, wir werden für verschiedene Themen beten. Und vor allem auch Dinge, wo wir jetzt anfangen aufzureißen. Und da glaube ich auch wirklich, ich habe so ein Anliegen heute, dass da wirklich Dinge passieren, durchbrechen. Dass heute wirklich Gott was, dass da, wo du vielleicht schon lange davor stehst, sagst, heute passiert was. Ja, heute passiert was, heute passiert Heilung, heute passiert Durchbruch, heute passiert da, wo ich schon so lange am Ringen bin, das, wo ich in diesem Kampf bin, heute Abend kann so ein Siegesschlag kommen, da habe ich wirklich Glaube für. Und darum habe ich es heute Abend, die Predigt genannt, Leben mit Feuer und Biss. Leben mit Feuer und Biss. Und zwar Biss mag ich dieser Begriff, weil das ist so eine Kombi aus Leidenschaft, ja, und Beständigkeit. Ich mag Leidenschaft. Beständigkeit ist ein Wachstumspotenzial, ja. Und das ist genau die Sache, weil ich, ne, von meinem Typ her, ich habe früher gern einfach, sobald es nicht mehr gut war, habe ich halt aufgehört und habe das nächste gemacht. Ja, dann war ich da nicht mehr so gut, dann habe ich halt das nächste gemacht. Und das ist was, die Kirche hier trainiert mich, dran zu bleiben. Meine Beziehung mit Jesus trainiert mich, dran zu bleiben. Da ich sage, okay, ich kann es mir nicht leisten, ohne Feuer zu sein. Ich kann es mir nicht leisten, ein feuerloser Christ oder ein feuerloser Pastor zu sein. Kann ich mir nicht leisten. Ja, wir haben genug davon, wir brauchen nicht noch mehr davon. Wir brauchen Leute, die sind on fire, okay? Und ja, und da sind wir am Start. Und darum leben mit Feuer und Biss. Feuer, die Natur von Feuer ist, Feuer geht aus. Das ist die Natur von Feuer. Ja, ich habe, sag ich mal, du kannst das größte, schönste Feuer bauen, habe ich zum Beispiel hier dabei, und es wird irgendwann ausgehen, oder? Dieses Feuer wird irgendwann nachlassen. Ich habe einen Kamin daheim, da habe ich echt schon so einen Ofen, gell, so ein Ding. Und da denke ich manchmal, oh, das ist so schön, auch rein von meinem Holzverschleiß, wäre es cool, wenn es immer brennen würde. Aber tut es halt nicht, ja? Und dann, wenn ich Feuer nachlegen will, heißt es auch, ich muss halt harte Arbeit machen und über eBay Kleinanzeigen Holz bestellen und dann einsortieren. Aber ich habe es dann kalkuliert, das ist deutlich kostengünstiger für mich, als wenn, ja, egal. Oder bequemer, sag mal so. Also, die Natur vom Feuer ist, das geht irgendwann aus, das beste Feuer. Das heißt auch, ruhe dich nicht auf deinem alten Feuer aus. Auch wir dürfen uns nicht, du darfst dich nicht auf deinem alten Feuer ausruhen, sondern wir brauchen immer wieder neues Feuer. Und ich finde es so krass, weil immer wieder hört man dann auch Leute, die sagen, ja, wisst ihr noch vor 5 Jahren, was dort ging? Und ich sage, ja, das ist 5 Jahre her, Mann, das war pre-Covid. Ja, das war vor, ey, guck mal, das ist gefühlt in einem anderen Zeitalter gewesen. Ja, damals war es noch ein bisschen so normaler, die Leute im Kopf und so. Und damals, ja, damals war ich so on fire, damals war es so, wo ich sage, was ist heute? Was ist heute? Leute erzählen von den Wundern, die vor 10 Jahren passiert sind. Was ist heute? Die coolsten finde ich die Boomer, die dann kommen und sagen, ey, in meiner Jugend. Und ich sage, und was ist heute? Oder was ist heute, oder? Wo ist dein Feuer heute? Ruh dich nicht auf deinem alten Feuer aus. Es ist wichtig, dass wir nachlegen. Okay, ich möchte in die Geschichte von uns reinschauen. Ich hatte hier und da, habe ich Teil 1 schon gepredigt in der Leitserie. In Apostelgeschichte 27. Ihr könnt die gerne mal nachhören. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber hört einfach mal nach. Irgendwas mit einem Sturm oder so. Und das war folgender Kontext. Paulus ist gefangen genommen worden. Ja. Er soll nach Rom verschippert werden, um vom Kaiser zu stehen, sich zu rechtfertigen und so weiter, was dann auch sein Ende war. In Rom zumindest. Und er ist jetzt auf dem Schiff, wird er gerade hingebracht. Er sagt dann so, ey, keine gute Idee, jetzt noch loszufahren, weil ich glaube, da kommt ein Sturm und so weiter. Die Leute sagen, hör mal nicht drauf. Dann legen die ab und ein fetter Sturm geht los. 14 Tage lang ein Sturm, ich weiß gar nicht, was für ein Sturm ist. Der hieß Nordost, hat man ihn genannt. Ja? Und der ging 14 Tage lang. Irgendwann haben die dann gesagt, in Apostelgeschichte 27, kannst du nachlesen, haben sie gedacht, wir kapitulieren, wir lassen uns einfach jetzt treiben, lassen einfach vom Wind, einfach nur vom Sturm einfach nur rumschippern. Und sind dann irgendwann, wurde es ein bisschen anders. Und dann nach 14 Tagen heißt es, und dann drohte das Schiff fast zu zerbrechen.
und die erleiden dann auch Schiffbruch. Wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Schiffbruch her, das ist wirklich krass. Und dann sind die dort in diesem Schiff, das Schiff droht auseinanderzufallen, es fällt dann am Ende auseinander. Es geht dann darum, oh, lass uns doch die Gefangenen alle umbringen, nicht, dass sie abhauen. Dann sagen sie, okay, Paulus, ist eigentlich gut, lass uns doch alle am Leben lassen. Dann werden die alle, nehmen die ihre Wrackteile, schwimmen an Land und kommen auf die Insel Malta an. Okay? Haben gedacht, wir machen ein bisschen Urlaub in Malta. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 28 ab Vers 1. Sobald wir sicher an Land waren, erfuhren wir, dass wir uns auf der Insel Malta befanden. Tui bringt sie direkt. Okay. Und die Inselbewohner begegneten uns sehr freundlich. Da es kalt und regnerisch war, wo ich denke, ey, komm mal, jetzt komme ich schon im Urlaub an, hab schon Sturm, hab schon Schiffbruch hinter mir, jetzt noch Regen. Ja. Auf jeden Fall, als es kalt und regnerisch war, zündeten sie an der Küste ein Feuer an, um uns zu begrüßen. Und damit wir uns aufwärmen konnten. Als Paulus gerade einen Arm voll Reisig, das er gesammelt hatte, ins Feuer legte, biss sich eine Schlange fest. Sagen wir alle, biss. Okay. Aufgescheucht durch die Hitze. Das Wort biss werden wir nämlich gleich auf verschiedene Art und Weise auslegen. Aufgescheucht durch die Hitze in seiner Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand hängen und sagten sich, der ist bestimmt ein Mörder. Wenn er auch dem Meer entkommen ist, so lässt die Rachegöttin ihn doch nicht am Leben. Doch Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer und es geschah ihm nichts. Und dann ging es weiter, dann beobachten sie es und haben gesehen, da passiert ja nichts. Dann heilt er irgendwann den bekanntesten Typ auf der Stadt, den Vater, und dann werden alle geheilt und dann, coole Geschichte, dann geht's los nach Rom. Bisschen von der Story her. Also Paulus ist gefangen, er ist im Sturm, er erleidet Schiffbruch mit der ganzen Mannschaft, dann regnet es auch noch. Und wir würden jetzt sagen, ja komm mal, lass uns heute jetzt mal ausruhen auf Entschuldigungen. Aber was er macht, dann ist dort, dann die Inselbewohner machen Feuer und er, was er macht, ist, er legt Holz nach. Er legt Holz nach. Und ich möchte dieses Bild für uns wirklich für heute nehmen, ist so, wir müssen Holz nachlegen. Egal was vorausging, egal in was für einem Sturm, was zum Schiffbruch, was zum Regen, egal wie kalt es ist, du kannst dir nicht erlauben, kein Holz nachzulegen für dein Feuer. Und das brauchen wir als Einstellung. Darum haben wir auch hier, never lose my fire. Ich werde mein Feuer nie verlieren. Ich werde mein Feuer nie verlieren. Das ist für mich echt auch ein bisschen so ein Lebensmotto, so eine Überschrift drüber, wo ich so glaube, das ist so zentral, diese Einstellung. Ich werde mein Feuer nicht verlieren, Jesus. Ja? Und das ist was, wo ich sage, ey, lass uns das auch adaptieren, unsere Herzen öffnen dafür. Wisst ihr, der Teufel, der würde jetzt sagen, ja, okay, da regnet es, mach kein Feuer. Also ich würde sagen, wenn es regnet, dann machen wir heute kein Feuer, geh mal rein. Gott sagt, wenn es regnet, dann mach Feuer. Ja? Weil genau dann brauchen wir es. Also ich habe jetzt uns 8 entspannte Punkte. Mein erster Punkt ist, hast du eine Ausrede, warum dein Feuer nicht mehr brennt? Hast du eine Ausrede, warum dein Feuer nicht mehr brennt? Und zwar, wir haben oft gute Entschuldigungen und die hören sich auch vernünftig an. Die hören sich vernünftig an, unsere Entschuldigungen, warum wir jetzt nicht mehr brennen für Jesus. Ja klar, es ist ja folgender Grund und diese Sache und ich bin durch den Sturm, ich bin durch diese Sache gegangen, ich gehe gerade durch die Ehekrise. Natürlich fällt dann meine Beziehung zu Jesus unten, hinten runter. Ich gehe ja gerade durch einen ziemlichen Stress in meinem Leben, ich bin gerade arbeitsmäßig ziemlich eingespannt. Natürlich geht mein Feuer aus. Ich bin ja kein Pastor, natürlich geht mein Feuer aus. Ich gehe vielleicht gerade hier durch diese Situation, es ist so schwer. Alle, die Kinder haben, kleine Kinder, die wissen, ja, okay, ich möchte Zeit für Bibel lesen. Ich stehe morgens früher auf, du stehst früher auf, das Kind ist dann auch plötzlich früher wach. Ja? Okay, lass mich doch abends ein bisschen Bibel lesen. Ja, okay, bis die Kinder im Bett sind, willst du selber ins Bett. Wer kennt's alles? Also ich weiß nicht. Also das ist ein bisschen so das Ding und dann haben wir Ausreden, warum ich sage, ja, okay, darum ist es halt, lass ich jetzt mal 10 Jahre die Bibel liegen. Oder sowas, oder? Was haben wir für Entschuldigungen, was haben wir für Ausreden? Aber es gibt keine guten Ausreden, um das Feuer für Jesus zu verlieren. Ja, ich gehe vielleicht hier durch gerade, Business ist gerade schwierig, ja, Finanzen, ein bisschen Krise und so weiter. Ich habe ja Gott vertraut und jetzt tut er nichts, oder? Wie viele Leute sind in der Stelle von einem Basti, die hören auf? Und die meisten sind jetzt hier und denken, ja krass, der Basti, der habe ich doch immer nur... Der hat so viel Glaube in mein Leben reingebracht und jetzt steht der da und erzählt mir, durch was er geht. Ja? Und es ist auch mal wichtig, dass man, wisst ihr, es ist nicht immer alles nur shiny und so weiter, was man da vorne sieht. Da ist Substanz dahinter. Wenn du merkst, jemand hat Gewicht, dann ist da meistens Substanz dahinter und oft eine Story dahinter, warum dort was passiert, wenn er, ja? Und
man könnte sich so leicht ausruhen darauf zu sagen, ja, okay, jetzt ist halt, jetzt lasse ich ja meine Beziehung mit Jesus halt hängen. Weil ich muss mich ja gerade um mich kümmern. Falsche Schlussfolgerung. Ja, Church-Konflikt. Gibt's auch, schon mal gehört. Es gibt anscheinend auch Verletzungen, die in der Kirche passieren. Ja? Man sagt, die Kirche hat mich verletzt. Wo ich sage, wenn dir ein Autounfall passiert, bist du nicht sauer auf die Straße. Okay? Also. Okay, sondern da war irgendein dummer Fahrer, der ist da, was auch immer, ja? Das ist passiert, da ist ein Mensch dahinter gesteckt. Das ist nicht die Kirche. Also, okay. Also, auf jeden Fall, wir haben dann häufig so gute Ausreden und sagen, ja, okay, ich bin halt hier, in der Church ist halt auch gerade schwierig, ich bin ein bisschen abgelöscht, weil ich war ja so on fire und jetzt plötzlich bin ich dort, irgendwie fühle ich mich nicht mehr so wertgeschätzt. Und ja, wir wollen wertschätzen, aber manchmal passieren, manchmal nimmt man Dinge wahr, manchmal interpretiert man Dinge falsch und plötzlich bist du verletzt, oder? Es passieren manchmal Dinge, es passieren wirklich auch scheiß Sachen, sobald Menschen zusammen sind. Ja? In der perfekten Kirche geh nicht hin, weil dann ist sie nicht mehr perfekt. Also wir haben manchmal dann diese Sachen, diese Entschuldigung in unserem Leben, warum wir nicht verbrennen für Jesus. Und dann daraus kommt dann vielleicht auch so ein Schutzmechanismus. Aus Sicherheit nicht zu verbrennen, möchte ich erst gar nicht brennen. Aus Sicherheit, dass ich nicht verbrenne, brenne ich erst gar nicht. Ja, nicht, dass ich einen Burnout kriege, das ist auf der anderen Seite, nicht, dass ich einen Burnout kriege, möchte ich erst gar kein Gas geben. Ich sage, gib Gas und lern auf dem Weg, wie du gesund bleibst. Oder? Aber erst zu sagen, jetzt gebe ich erst gar kein Gas, ist der falsche Weg. Wir haben dann oft, und dann kommen wir jetzt zu einer Art und Weise zu sagen, jetzt bin ich halt lieber, brenne ich nicht, sondern ich bin einfach nur ein normaler Christ, wo ich nicht verbrannt werden kann, wo mein Feuer nicht ausgehen kann, weil es ja gar keins mehr gibt. Weil ich glimm ja, ich meine so glimm, so Rauchzeichen mache ich ein bisschen, das ist schön und gut, so ein bisschen Friedenszeichen, Peace. Ja, dann, und nämlich dann, wenn da nur noch Friedenszeichen sind, dann kommen die Peace-Christen raus, die keinen Kampf mehr sehen, oder? Okay, die kein Feuer mehr haben, das sind die Peace-Christen nur noch, ja. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Friede zu bringen, sondern zum Entzweiung. Okay, anderes Thema. Das Erste, was Gott macht, ist, er trennt das Licht von der Finsternis. Und wir sind die Kirche auch, ja, wir sprechen über Dinge auch klarer und schärfer und ein bisschen so manchmal schneiden auch Dinge, weil auch Gott trennt Dinge, Licht und Finsternis. Wir müssen Dinge auch heutzutage benennen, das ist Finsternis, da ist was gerade Licht. Oder? Das dürfen wir benennen, ja Mann. Okay, aber wenn ich kein Feuer habe, dann werde ich es auch gar nicht mehr sehen. Wir sagen dann, ja okay, ich bin halt gern einfach nur ein normaler Christ, solange ich mein Ticket in den Himmel bekomme. So laufe ich halt weiter und wir versuchen es uns dann hinzupassen, ja, vielleicht irgendwann wieder, vielleicht irgendwann, ich warte auf die nächste Konferenz, ich warte auf das nächste Ding und, aber mehr hinzugeben, war jetzt nicht, ey, und, okay, Sparflamme ist okay. Gönn dem Teufel nicht diesen Sieg. Gönn dem Teufel nicht diesen Sieg aus deinem Sturm raus oder aus dem raus, wo du gerade stehst. Wir haben keine Ausreden dafür, das Feuer für Jesus zu verlassen. Ich finde es so cool, in 3. Mose Kapitel 6 ist eine Stelle, wo es dann heißt, wo die Anweisung an die Priester ist. Und wir wissen, wir sind durch Jesus alle Könige und Priester, an die Priester. Und er sagt, die wichtigste Aufgabe für den Priester ist, zu schauen, dass das Feuer auf dem Altar niemals ausgeht. Und es ist genauso auch für uns heute, zu schauen, dass das Feuer auf deinem Altar niemals ausgeht. Wir haben vorhin gesungen, let my life be an altar. Ja, Mann, auf diesem Altar muss Feuer sein, sonst kann ja nichts geopfert werden. Sonst kann ja nichts vorangehen. Okay, Sarah hat, das war auch wieder schön, wie Gott um die Dinge führt. Sarah hat die Geschichte 1. Chronik 14 vorhin gehabt von David. Ich komme jetzt zu 1. Chronik 15, das habe ich gar nicht mitbekommen. Erst als ich Sarahs Skript durchgelesen habe, dass sie auch die Folgestelle hat. Das ist eigentlich cool. Und 1. Chronik 15, ein Kapitel später, und da ist David ja gerade eben König geworden. Und die erste Amtshandlung, es fängt in Kapitel 13 an, erste Amtshandlung ist, er möchte die Bundeslade zurückholen. David wird gerade König, dann erste Amtshandlung, ich möchte die Bundeslade, ich werde nirgends hingehen ohne die Gegenwart Gottes. Er sagt, das Wichtigste als König ist die Gegenwart Gottes. Auch so eine wichtige Einstellung für uns, das Wichtigste hier in dieser Kirche soll die Gegenwart Gottes sein. Das Wichtigste in meinem Leben ist die Gegenwart Gottes. Meine erste Amtshandlung ist die Gegenwart Gottes. Und er holt die Bundeslade. Und dann auch in 2. Samuel 6 sehen wir diese Geschichte auch. Und zwar, David brennt Vollgas. Aber da ist dann noch eine weitere Person, die brennt dort nicht so ganz. Das ist die Michal. Das ist die Frau von David. Michal, die ist die
Tochter vom König Saul, ist die Ehefrau vom König David und ist die bestimmt als Mutter für den zukünftigen König, als Frau vom König. Die hat erlitt aber ziemlich heftigen Sturm und Schiffbruch und Regen und alles Mögliche. Ihr Vater wurde ein Psychopath, König Saul. Der hat die ganze Zeit nur Probleme, die ganze Zeit nur irgendwelche. Sie hat viel Vaterverletzung abgekriegt durch ihren Vater. Ihre Geschwister sind im Krieg gestorben. Der Vater ist dann auch im Krieg gestorben. Der Vater jagt den Ehemann. Verjagt den Ehemann so schlimm, dass der Ehemann weg ist, weggehen muss und sie mit einem anderen Mann verheiratet wird. Dann ist mit dem anderen Mann zusammen, das scheint alles gut. Dann stirbt der Vater, König David kommt zurück, nimmt seine Frau Michael wieder, dass er seine Frau war, zerstört den alten Mann, steht jetzt dort mit ihrem Ex-Mann und neuer Mann und irgendwie schon echt ein zerspultes Leben, die arme Frau. Und was, ja, und wir sagen jetzt, ja natürlich, sie ist verbittert. Aber was ich so spannend finde, ist, dass die Bibel nicht rechtfertigt, dass sie verbittert ist. Die Bibel sagt nicht, ja, es ist ja okay, dass sie verbittert war, aber schau, was sie erlebt hat. Wir sind häufig so heute unterwegs, dass sie sagen, ja komm, es passt doch voll. Ist doch okay, wenn sie verbittert ist. Und dann ist so, dass David dann nämlich zurückkommt mit der Bundeslade und er ist so on fire für Jesus, für Gott, ja, für die Gegenwart Gottes, dass er halbnackt vor dieser Bundeslade hertanzt, zurück nach Jerusalem. Und alle feiern, so, come on, shake it, shake it. Nee, auf jeden Fall. Und er ist dort am Tanzen, am Abgehen für die Gegenwart Gottes und wirklich nicht einfach nur zum Show machen, sondern er ist so on fire, kann es gar nicht anders ausdrücken. Das war die einzige Möglichkeit. Also ihr wisst, wenn der Matze sich nachher dann... lass mal jetzt. Stopp, hör auf. Szenenwechsel. Dann steht dort Michael an der Seite. Okay? Und diese Michael, die schaut David an und verurteilt ihn und sagt, ja, guck mal. Mein Vater hätte das nie getan. Vaterwunde merkst du direkt, gell? Glaube ich auch, dass er es nicht getan hätte, weil er hat kein Feuer für Gott gehabt. Er hat die Bundeslade weggehen lassen und 20 Jahre weg sein. Ich meine, hat ihn nicht gejuckt, ja? Und sie wird zum Zuschauer. Sie ist die Einzige, die da nicht wirklich mit Teil ist von dieser ganzen Geschichte. Sie ist einfach diese Zuschauer an der Seite, fängt an zu verurteilen. Sagt, Mensch, was werden die Leute von dir denken? Das ist nicht würdig, wie sich ein König bewegen müsste. Und David sagt, ich wäre selbst bereit, für die Gegenwart Gottes mich noch tiefer zu erniedrigen. Und da siehst du die zwei Herzen. Ich meine, David hat ja auch kein leichtes Leben, sorry. Ja? Aber du siehst dort, was dort passiert. Und ich merke, David sagt dort, mir ist mein Feuer mehr wert als mein Ansehen. Und jetzt mein zweiter Punkt, der Sturm zerstört deine Vergangenheit, mangelndes Feuer zerstört deine Zukunft. Der Sturm zerstört deine Vergangenheit, mangelndes Feuer zerstört deine Zukunft. Das ist, und dann gehen wir gleich in die nächsten Punkte, aber die hier sind, der, okay. Michael, die lebt in der Entschuldigung nicht mehr zu brennen. Die lebt in der Entschuldigung nicht mehr zu brennen. Und meine Frage ist auch so, vielleicht hast du eine Entschuldigung nicht mehr zu brennen. Vielleicht auch hier zu stehen und Zuschauer zu sein und vielleicht hast du mal gebrannt für Jesus und stehst heute da und schaust die anderen an, wie sie leidenschaftlich dort sind, wie sie hingegeben sind, wie sie hungrig sind, wie deine Leidenschaft da ist und du denkst so, wo ist mein Feuer hin? Für Gott, aber vielleicht sogar auch einfach so im Herzen, einfach eine Freude, wo ist die Lebensfreude hin? Oder? Und wo ich so sagen muss, ja ey, auch Michael, was dir angetan wurde, ist so schlimm. Aber was du deine Zukunft antust, ist genauso schlimm. Auch was dir widerfahren ist, dein Sturm, deine Krise, deine Sache, ja Mann, es ist so schlimm. Aber wenn du ohne Feuer vorangehst, tust du deiner Zukunft genauso was Schlimmes an, was dir in der Vergangenheit angetan wurde. Wenn ein Basti jetzt sagen würde, ich höre auf zu brennen, würde er seiner Zukunft mehr Schaden anrichten, als er in der Vergangenheit erlebt hat. Ich finde auch bei Michael, die Passivität ist keine Entschuldigung. Wir haben gerne die Ausrede, die Leidenschaft ist ja nicht meine Persönlichkeit. Die Leidenschaft, da sind ein paar so leidenschaftlich, ich meine hier David, ja, du bist halt so leidenschaftlich, aber meine Persönlichkeit ist halt nicht. Wo ich sage, ändert sich deine Persönlichkeit beim Fußball?
hast du da plötzlich einen Persönlichkeitsschalter rum und plötzlich bist du leidenschaftlich Deutschland, Bayern. Und so, ja, plötzlich passiert dort was und ich denke, wo kommt das jetzt her? Ja? Oder stell dir mal vor, du bist plötzlich keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der, der so betet und so ein bisschen so, wo ich sage, ey, come on, wenn du mal, das ist nicht meine Persönlichkeit, wo ich sage, deine Persönlichkeit ist aber im Straßenverkehr, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, den anzupissen, als ob du gerade geistigen Kampf gegen Teufel machst. Ja? Wo ich sage, wenn du mal mit derselben Leidenschaft mal ins Gebet gehen würdest, mein lieber Schwan, da würde aber mal der Teufel ziemlich abhauen. Oder? Wenn man mit derselben, ja? Und wir haben immer, und das ist mein dritter Punkt, ist dein Herz brennt immer für das, was dir wichtig ist. Dein Herz brennt immer für das, was dir wichtig ist. Für das, wo du Leidenschaft hast, das ist dir wichtig. Was dir wichtig ist, dafür hast du Leidenschaft. Okay, und haben immer die Vorfahrt genommen. Oh, warum steht da was in dir auf? An anderen juckt es nicht. So was, ja, und was passiert dort? Ja, hey, ich sag dir eins, wenn du Leidenschaft, wenn Gott wirklich das Wichtigste ist, wenn Gott es ist, wo du nachgehen möchtest, dann wird Leidenschaft für ihn, dann wird Feuer, dann wird Anbetung deine Persönlichkeit. Dann wird es deine Persönlichkeit, weil es ist dir wichtig. Ja, es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin halt nicht ich bin nicht so der so es rauslässt, wo ich sage, wenn du dich wohlfühlst, in einem Kontext, wo du dich wohlfühlst, wo du echt sein kannst, da spackst auch du noch rum. So, ja, und das ist so speziell, weil ich glaube, darum ist es auch so wichtig, darum möchten wir auch in der Kirche auch einen Ort schaffen, wo wir auch locker sein können und auch Spaß haben können, weil das macht doch was mit uns, dass wir sagen, okay, vielleicht kann ich auch einfach mehr sein. Vielleicht kann ich auch mal aus mir rauskommen, ja, und das ist uns wichtig, und weil wir dort auch eine Atmosphäre schaffen wollen, dass es auch rauskommen kann, wofür eigentlich dein Herz brennt. Lass dich neu für eine Leidenschaft von Jesus anstecken. Jetzt geht's weiter, das war eigentlich nur kurz die Hinführung, ist übertrieben, aber machen wir weiter. Also Paulus ist gestrandet, ist kalt, ist kacke und weiter geht's. Und dann ist dann Vers 2, da heißt es, die Inselbewohner begegneten uns sehr freundlich. Da es kalt und regnerisch war, zündeten sie an der Küste ein Feuer an, um uns zu begrüßen und damit wir uns aufwärmen konnten. Viertens, das Feuer wird leichter mit anderen angezündet. Das Feuer wird leichter mit anderen angezündet. Die stranden dort, wir lesen nicht, Paulus macht das Feuer. Die Inselbewohner machen das Feuer. Er legt später das Holz nach. Aber die Frage ist, und darum ist, glaube ich, auch diese, manchmal brauchen wir einander, um das Feuer anzuzünden. Und ich glaube, darum bist du so schlau, dass du hier bist, weil hier wird ein Feuer angezündet in uns. Das ist, was in uns passiert, wenn ich mit anderen zusammen bin. Ja, Mann, wann hast du das letzte Mal mal, alleine heute hatten wir jetzt schon über eine Stunde Anbetung. Wann hast du das letzte Mal alleine mal so viel Zeit genommen? Wo noch Leute um dich sind, die vielleicht auch manchmal mehr Glaube haben als du, die was machen mit dir, die dich, da zünden andere das Feuer an. Wir brauchen das. Darum gehen wir auch in die Church, auch für Celebrations. Darum bin ich so der Überzeugung, komm jede Woche. Ich glaube, das ist so ein Key, dass ich jede Woche da bin und es nicht schleifen lasse. Nicht so, wenn ich mich danach fühle oder wenn ich mich danach fühle. Ja, so, keine Ahnung. Wenn es kalt ist, ist mir egal, ob ich mich danach fühle, jetzt rausgehen und Holz zu holen. Ich muss Holz nachlegen, sonst geht's aus. Oder? Das ist mir egal, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Da hole ich Holz und lege das Holz nach. Ja? Und genauso auch, sei schlau. Sei schlau und sei dabei. Also, dann geht es weiter in Vers 3. Als Paulus gerade einen Arm voll Reisig, das er gesammelt hatte, ins Feuer legte. Punkt, Punkt, Punkt. Fünftens, das Feuer geht aus, wenn du nichts nachlegst. Das Feuer geht aus, wenn du nichts nachlegst. Paulus, er ist so schlau, weil er das als Prinzip kennt, er legt selber Holz nach. Er legt selber Holz nach. Und darum ruh dich nicht auf deinem ehemaligen Feuer aus. Du kannst dich nicht ausruhen, sondern, und es ist was, es kann angezündet werden im Gemeinsamen. Aber du kannst dich nicht ausruhen darauf, von Woche zu Woche nur zu leben, sondern du musst auch in deinem Leben. Und es ist einfach, es ist so ein Basic, dass wir lernen, selber Holz nachzulegen in unserem Leben. Das ist ein Zeichen von Reife, dass man selber essen kann. Unser Eli, der ist jetzt gerade ein bisschen älter als ein Jahr, der fängt jetzt an, Brei, er so ein bisschen so essen zu wollen. Also er will es jetzt auch essen, aber es ist noch ein bisschen schwierig, man muss noch seinen Löffel führen. Aber am Anfang muss man halt noch ein bisschen führen und irgendwann wird er selber essen können, ja. Und dann brauchst du immer noch, bis er sich selber machen kann und bis er sich selber kaufen kann und so weiter. Das sind ja Prozesse und so auch in unserem geistlichen Leben. Aber wichtig ist, dass du anfängst.
selber zu essen. Selber zu essen. Sonst wirst du immer ein Baby bleiben. Sonst wirst du immer ein Baby bleiben. Es sind die Basics. Matthäus 6 sind die drei Säulen: Gebet, Fasten, Geben. Das sind die drei Säulen, die dort genannt werden. Gebet, Fasten und Geben. Hey, wie viel beten wir? Wie viel fasten wir? Leben wir einen Lebensstil von Geben? Das ist etwas, das sind diese geistlichen Prinzipien. Dann das Wort Gottes, die Bibel. Liest du die Bibel? Liest du die Bibel? Ich werde jetzt auch nicht lang drüber reden, weil es ist so ein No-Brainer. Aber vielleicht steckt es bei dir hier anders und sagst, ich möchte mir wirklich meine Bibel lesen. Okay? Das kann man nicht von hier, da kann man so viel motivieren und so viel. Am Ende geht es halt darum, es zu machen. Oder? Okay, machen wir einfach weiter, weil das haben wir schon genug gehört. Das muss man halt auch machen, gell? Wisst ihr, dass im hebräischen Denken ist, hören, du hast es erst wirklich gehört oder verstanden, wenn du es auch tust. Sonst hast du es nicht wirklich gehört. Und dann denke ich, und darum sagt Jesus nämlich, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was er damit einfach so, auch so hör's und mach's auch. Okay? Also, als Paulus gerade einen Arm voll Reisig, das er gesammelt hatte, ins Feuer legte, biss sich eine Schlange, aufgescheucht durch die Hitze, in seiner Hand fest. Okay. Also, mein sechster Punkt ist, dein Feuer scheucht Schlangen auf. Dein Feuer scheucht Schlangen auf. Paulus ist dort, er möchte gerade Holz nachlegen. Und in dem Moment, als das Holz nachlegt, ist aufgescheucht durch die Hitze, durch das Feuer, kommt eine Schlange jetzt hervor und beißt sich in seine Hand fest. Als ob es nicht mehr schlimmer werden könnte, jetzt kommt auch noch eine tödliche Schlange, die ihn beißt. Ja, da denkt man, jetzt ist Game Over, denken alle Leute dort. Und es ist ein Punkt, dein Feuer scheucht Schlangen auf. Okay, also, sechstens, dein Feuer scheucht Schlangen auf. Sag mal zusammen, dein Feuer scheucht Schlangen auf. Wir sagen lieber, weich Feuer scheucht Schlangen auf. Weich Feuer scheucht Schlangen auf. Okay, also. Okay, und es ist spannend, weil meistens ist es so, wenn du anfängst zu brennen für Jesus, dann kommen die Angriffe. Kennst du es nicht auch? Jemand lässt sich taufen, plötzlich taufe und boom, dann geht's bergab. Dann kommen die Angriffe, dann kommen die Versuchungen. Bei Jesus war es genau dasselbe, lässt sich taufen, ab in die Wüste, Versuchung vom Teufel. Ja, super. Oder? Und es ist so krass, weil das ist genau das, was häufig das Feuer macht in unserem Leben. Das Feuer scheucht die Schlangen auf. Warum? Weil du plötzlich gefährlich wirst. Das heißt, wenn Schlangen kommen, siehst du das ein Kompliment. Die waren vorher schon da, die hat es nur nicht gejuckt. Die Schlange war vorher schon dort unter diesem Reisig. Die hat es nur nicht gejuckt. Erst als das Feuer kam und er dann dort war und Holz nachlegen wollte, dann ist die Schlange rausgesprungen und hat ihm in die Hand gebissen. Das heißt, die Schlange hat dort, keine Ahnung, wie lange sie da war, vielleicht hat sie dort ihr Nest gehabt, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, erst wenn wir wirklich brennen, werden die Dinge aufgescheucht. Die sind vorher schon da, nur es stört keinen. Nur es stört keinen. Ja, häufig ist es so, wow, gerade habe ich einen Durchbruch erlebt. Im nächsten Moment soll es mir wieder geraubt werden. Jetzt erlebe ich gerade Freiheit und kommt sofort wieder die Versuchung. Jetzt erlebe ich gerade, ich treffe eine Entscheidung. Im nächsten Moment wird es wieder auf die Probe gestellt. Oder? Jetzt möchte ich anfangen, wieder Bibel zu lesen. Keine Ahnung, dann ist irgendein Kind krank, die Nächte blöd, dann stehst du wieder nicht früher auf. Oder? Also ich kenne es so gut, bei mir ist es dieses Ding, immer wenn ich sage, jetzt gehe ich in den Schritt, jetzt möchte ich Feuer nachlegen, dann kommt irgendwas. Ja, dann wird man krank. Dann ist irgendein Unfall. Dann ist irgendein Konflikt. Dann ist irgendwas schwierig. Und man denkt die ganze Zeit, was soll das hier? Und wichtig ist, dass wir die Augen aufmachen und es erkennen. Dein Feuer scheucht die Schlange. Ihr wisst was. Ohne Feuer störst du sie nicht. Ich habe diesen Satz mal gehört. Wenn du keinem Dämon begegnest, läufst du vielleicht in ihre Richtung. Wenn dir kein Dämon entgegenkommt, kann es sein, dass du mit ihnen in dieselbe Richtung läufst. Krass eigentlich, oder? Aber irgendwie schon spannend. Kämpfe sind ein Zeichen dafür, dass du gefährlich bist.
Wenn die Schlange kommt und zubeißt, ist es ein Zeichen, dass du gefährlich bist. Und wir sehen auch in der Bibel ist auch dieses schöne Bild vom läuternden Feuer, von dem reinigenden Feuer. Dass Gott uns nimmt auch dieses Gold und es wird in richtig Hitze, in heißes Feuer gelegt. Und dieses heiße Feuer, das bringt dann den Schmutz, der eh schon die ganze Zeit drin ist in dem Gold, bringt er hervor und treibt es nach oben. Das war vorher schon da, es war nur nicht so rein. Aber durch dieses Feuer wird plötzlich das Gold rein und der Dreck spült es nach oben. Und genau das ist auch, wenn wir anfangen zu brennen für Jesus, reinigt er uns und plötzlich stören dich Dinge, die dich vorher nicht gestört haben. Plötzlich kommen Dinge an die Oberfläche, die bisher ganz gemütlich dort gesessen haben. Plötzlich werden Dinge auf die Probe gestellt, die dich bisher, war bisher kein Problem. Plötzlich stören dich Muster in deinem Leben, die dich vorher nicht gestört haben. Das ist auch das plötzlich Feuer. Das ist das Reinigendes. In Vers 4 geht es weiter. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand hängen und sagten sich, das ist bestimmt ein Mörder. Wenn er auch dem Meer entkommen ist, so lässt die Rachegöttin ihn doch nicht am Leben. Doch Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer und es geschah ihm nichts. Sechstens, dein Feuer scheucht Schlangen auf. Siebtens, dein Feuer ist der Ort, um die Schlange zu töten. Okay, dein Feuer zieht die Schlangen an, dein Feuer tötet sie aber auch. Darum, dein Feuer ist der Ort, um die Schlangen zu töten. Hast du kein Feuer, bist du immer auf andere angewiesen. Musst du immer beim Pastor deine Schlange abladen und hoffen, dass du den mal wieder siehst. Dass du es in sein Feuer schmeißen kannst, bei deinem Leiter, bei wem auch immer so. Dann bist du abhängig vom Feuer von anderen. Dann bist du abhängig, dass da irgendjemand anders dir jetzt noch dein Feuer anmacht. Wenn du brennst für Jesus, dann ist das beste Mittel, wenn es aufgescheucht wird, direkt die Schlange zu nehmen und reinzuschmeißen. Weil wenn du brennst, schüttel sie ab. Weil wenn das Feuer brennt, dann haben wir den Sieg direkt neben uns. Okay? Ich glaube, darum ist es auch so wichtig, dass wir brennen. Wir lassen uns häufig stören. Jetzt habe ich einen Angriff gekriegt und sehen gar nicht, das, warum sie kam, ist auch der Sieg dagegen. Und da hören wir häufig auf, nachzudenken, dass ich merke, okay, krass, wie wäre es, wenn ich da jetzt gerade nachlege? Ich weiß nicht, wie viele Leute vielleicht jetzt vor Days of Power einen Schlangenbiss gekriegt haben. Jetzt wurde es gerade in der Ehe richtig schwierig. Jetzt ist gerade irgendwie eine krasse Krise, ein krasser Konflikt reingekommen. Plötzlich, zack, ah. Und darum gut, dass du hier bist. Weil das ist häufig das Ding, wo wir sagen, komm, da muss ich jetzt... Ich lasse es liegen, ich kümmere mich jetzt um einen Schlangenbiss. Dabei ist jetzt richtig, jetzt Feuer anzuzünden und es dort reinzuwerfen. Also, darum Leben mit Feuer und Biss. Ja, Mann, ein Leben mit Feuer heißt auch ein Leben mit Biss. Aber wir brauchen Biss, das heißt Leidenschaft und Beständigkeit, die ganze Zeit Holz nachzulegen, dass dieser Biss nicht dein Tod ist, sondern das Leben ist. Dass daraus wirklich was, dass da der Durchbruch drin liegt in deinem Feuer, in deinem Biss. Achtens, das ist der letzte Punkt. Gott befreit dich von Gefangenschaft. Haben wir die Sarah geklaut? Gott befreit dich von Gefangenschaft, aber nicht von Kämpfen. Ich habe gestern Abend noch mein Skript durchgelesen, hast du den Punkt genommen, du Schlawinerin. Ja. Okay, mit Copyright fange ich nicht an. Copyright is the right to copy. Okay, achtens. Gott befreit dich von Gefangenschaft, aber nicht von Kämpfen. Gott befreit dich von Gefangenschaft, aber nicht von Kämpfen. Und das ist die Sache, so, Jesus macht uns frei. Aber wir denken manchmal, es ist einfach ein Ding und nie wieder irgendwelche Probleme. Das ist halt nicht so. Jesus befreit uns aus Gefangenschaft,
aber er befreit uns nicht von Kämpfen. Darum auch dieser Vers in Richter, wo es heißt, dass Gott die feindlichen Völker noch dagelassen hat, das Volk Israel nicht verlieren wird zu kämpfen. Kampf zu kämpfen. Achtens, Gott befreit dich von Gefangenschaft, aber nicht von Kämpfen. Kampf ist das Privileg von freien Menschen. Zu kämpfen ist das Privileg von freien Menschen. Im Gefängnis musst du nicht anfangen, dich frei zu kämpfen. Ja? Als Gefangener musst du nicht anfangen zu kämpfen. Kampf ist das Privileg von freien Menschen. Das bedeutet, das ist etwas, das in unserer DNA Gott reinigt, ist sowas, lernen wir zu kämpfen. Aber Gott möchte nicht einfach nur, dass wir ständig als Verlierer sind, sondern durch ihn haben wir Autorität gekriegt. Darum heißt es auch in Matthäus 16, ich gebe euch die Autorität, auch Schlangen anzufassen. Sie können euch nichts tun. Das heißt, Gott möchte uns Autorität geben. Gott gibt nicht möchte, er gibt uns Autorität. Gott gibt dir Autorität. Autorität heißt nicht nur einmal zu siegen, sondern von Sieg zu Sieg zu Sieg zu Sieg. Das ist Autorität. Das ist Leben im Sieg. Das ist Leben durch Jesus. Leben in Jesus, Leben durch Jesus. Jesus, wenn wirklich das Feuer brennt in uns, dann möchte Jesus nicht nur Freiheit, sondern er möchte den Sieg für dich. Dann möchte Jesus nicht nur Befreiung, sondern er möchte Autorität. Er möchte nicht nur, dass du kein Sklave mehr bist, sondern er möchte, dass du Sohn und Soldat bist. Das ist, was Gott dann tut in uns. Aber das braucht auch von uns ein Ja. Aber dieses Feuer, das setzt in uns, aktiviert in uns erst das, wozu wir eigentlich da sind als Christen. Ja, also nur weil das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt wurde, waren sie noch nicht im Neuen drin. Das Neue eingenommen haben sie erst durch den Kampf. Rausgeholt, ja cool, hat Gott alles getan, er hat sie einfach befreit, er hat sie einfach durchs Rote Meer geführt, come on. Am Tag, bevor sie dann ins weiße Land eintreten, sagt Gott, okay, jetzt ist vorbei mit Manna, jetzt macht ihr euch selber Essen, jetzt ist vorbei mit dem ganzen Zeug, jetzt kämpft ihr und nimmt dieses Land ein. Das heißt, frei zu sein, das heißt, Autorität zu haben, das heißt, Leben, wie sich Jesus auch mit uns gedacht hat, das heißt, Leben mit Feuer und Biss. Und was wir dann gesehen haben in der ganzen Geschichte von Israel, war immer, wenn sie das Feuer verloren haben, wurden sie nur noch tot gebissen. Sobald sie wieder Feuer hatten, waren sie mit Feuer und Biss. Dann haben sie was durchbrechen können. Heute glaube ich wirklich so sehr für Durchbruch, für neues Feuer, das bei uns entfacht wird, bei dir entfacht wird. Dass du nicht abgelöscht, wenn du vielleicht abgelöscht warst, dass was Neues angezündet wird. Dass du dich nicht nur ablöschen lässt durch eine Schlange, sondern auch kämpfen lernst. Ich finde es so krass, die Stellen, die Emmaus-Jünger, die begegnen Jesus, sind mit ihm da unterwegs. Und als Jesus dann weg war, sagen sie, ja krass, stimmt. Würde uns nicht warm ums Herz? Brannt nicht unsere Herzen? Und es ist das, wenn wir Gott wirklich begegnen, dann werden unsere Herzen in Brand gesetzt. Und dann kann ich nicht mehr derselbe bleiben. Wenn wir wirklich Jesus begegnen, ist nicht nur ein Funke. Funke ist Emotion. Er gibt uns eine Fackel, die wir weitertragen, andere Fackeln anzünden werden. Das, was es Gott tut, wenn wir Gott wirklich begegnen, passiert das in uns. Dass wir die Fackel nehmen und weitertragen. An Pfingsten kam der Heilige Geist im Sturm und mit Feuer, mit Wind and Fire und hat Erweckung gebracht. Paulus sagt zu Timotheus in 2. Timotheus 1,6, denk daran, dass du das Feuer der Gabe Gottes in deinem Leben wieder anzündest. Du hast großen Glauben, unheuchlerischen Glauben, echter Glaube, aber achte darauf, dass du das Feuer der Gabe Gottes in deinem Herzen wieder anzündest. Das möchten wir heute tun, dass es wieder angezündet wird. Das heißt, auch wenn Paulus Timotheus an das sagt, ist so, du kannst dich bereit erklären dazu. Du kannst hingehen und sagen, ja Mann, zünd mich an, Jesus. Zünd mich an, Jesus. Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm noch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würde es uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen.
Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos. Und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.